Das ist jetzt natürlich gesprudelt, sondern Rapsöl. Wir kochen gern zu Hause mit Raps oder mit Sojaöl. Olivenöl gibt es natürlich bei uns auch in der Küche. Aber eigentlich eher mal für einen Salat oder wenn man das Olivenöl am Schluss an die Speisen macht, ist es viel wertvoller, wie man das nimmt zum Ansetzen oder so. Das ist aber nicht so gut erhitzbar. Den Kürbis habe ich natürlich schon gewürfelt, ne? Flott, soll es ja gehen. Aber die Zwiebeln habe ich schon geschält, aber noch nicht geschnitten. Da kommen ein paar Zwiebelwürfel rein. So, die Pfanne ist auch gleich, der Topf ist auch gleich heiß. Die Zwiebeln kommen hier rein. Werden ein bisschen mit angeschwenkt, angespitzt, ohne Farbe nehmen zu lassen. So, dann soll der Kürbis dazu. Wir machen jetzt ein bisschen schneller. Die wird nämlich eh nicht weich in dieser kurzen Zeit. Also ich mache immer gern gleich das Gewürz zum Kürbis. Das Gewürz darf ruhig ein bisschen warm werden. In diesem Öl, das auch hier drin ist. Und es schmeckt dann auch ganz gut. Es gibt ja Salz, Pfeffer, ein bisschen Curry. Da haben wir so eine asiatische Note heute in der Kürbissuppe, falls Sie das Rezept schon gelesen haben. Muskatnuss, ganz wichtig bei Kürbis. Das kann jetzt ein bisschen mit andünsten, so eine Minute oder zwei. Und dann habe ich ja Fleischbrühe mitgebracht. Sie können es natürlich auch mit Gemüsebrühe machen. Aber bei uns gibt es ja immer Fleischbrühe. Wegen dem ist es ganz einfach, wenn man die einfach von zu Hause mitbringt. Also das ist jetzt ungefähr ein Kilo Kürbis. Das war so ein kleiner Kürbis. Da habe ich jetzt ungefähr 2 Liter Fleischbrühe. Und das passt eigentlich genau. Es ist ja so, manche mögen die Suppen etwas dicker, manche etwas dünner oder sämiger. Aber mit diesen 2 Litern Suppe wird die eigentlich so das richtige Maß, finde ich. So, jetzt kommt noch ein bisschen Ingwer dran. Finde ich ganz wichtig auch bei Kürbis. Also ich mag Ingwer sehr gerne, das hat so eine schöne Schärfe, der wird geschält. Sollte eigentlich auch immer dann gerieben werden mit einer Reibe. Ich meine, da kommt, ich habe das Gefühl, da kommt dieses Aroma, wenn der gerieben ist. Also die ätherischen Öle kommen da viel besser zum Vorschein, wenn man einfach den Ingwer nur klein schneidet. So, das ist ziemlich hart. Immer gut, wenn man eine stabile Haushaltsreibe hat. Da gibt es ja auch verschiedene Formen Haushaltsreiben, die ganz schnell verbogen sind. Also das waren jetzt ungefähr diese 2 Knöllchen Ingwer, so dass Sie wissen, dass Sie die Menge eigentlich einschätzen können. Das waren ungefähr so 30, 40 Gramm. Das ist auch nach Geschmack, wie Sie das möchten. So, dann habe ich noch Zitronengras mitgebracht, weil wir wollen der Kürbissuppe ja ein bisschen etwas Asiatisches geben. Zitronengras. Kennen vielleicht nicht alle. Das Zitronengras schneide ich jetzt einfach klein, in kleine Rädchen. Gebe es zur Suppe dazu. Das verkocht auch nicht, das kocht nur aus. Dann hat man so ein bisschen einen Zitrusgeschmack drin. Wie gesagt, die ganze Geschichte sollte ich jetzt mindestens 20 Minuten kochen, bis der Kürbis weich ist. Dann wird die püriert. Etwas Limettenschale habe ich auch mitgebracht. Machen wir auch gleich dran. Das kann dann auch schon ein bisschen mitkochen. Es gibt so eine kleine, so einen frischen Kick in der Suppe. So, der Kürbis ist hier verkocht. Die Kürbiskerne schwimmen noch oben drauf, wird jetzt püriert. Pürierstab hat sicher jede von euch. Ja.
etwas anderen Geschmack. Also in dem Rezept steht, glaube ich, ein Viertel Liter, ich weiß es jetzt nicht genau. Einfach so ein Schluck und natürlich ein bisschen sauer, muss ja sein. So, das Ganze nochmal aufkochen und natürlich zwischendurch mal probieren. Das ist ja wichtig. Kommt auch immer ganz gut. So, dann ist der erste Gang schon serviert bereit.